Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Heute gibt es wieder einen Gartenrundgang und zwar im Sommer. Ich habe im Frühjahr schon mal eingedreht, aber jetzt ist es wieder Zeit. Andere Blüten kommen zum Vorschein und da möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich jetzt so im Garten habe. Zeitpunkt ist jetzt Ende Juli, Anfang August und kommt doch mal mit auf die Reise. Hier gleich neben mir stehen so ein bisschen im schattigen Bereich. Ich habe hier einen sehr großen Ginkgo. Da haben wir letztes Mal geendet. Da fangen wir jetzt an. Habe ich neu gepflanzt, so ein schattiges Beet. Und zwar ist da die Astrantia, die Sterndolde Major. Also wirklich auch ein extremer Insektenmagnet, den man in Schatten pflanzen kann. Ich liebe diese Staude, weil sie so wirklich so ganz grazil ist. Auch so ein Sternuntergrund und oben drüber die Staubgefäße in so einem untenrum weiß und oben drüber richtig so ein bisschen in einem Altrosa. Dann geht es weiter. Hier unter den Ginkgo habe ich hier so eine Sitzecke und relativ selten. Ich finde sie zu selten im Garten. Habe ich eine Samthortensie, finde ich sehr schön. Im inneren Bereich sind sie immer so fliederfarben und außenrum ähnlich wie eine Tellerhortensie. Die kann wirklich sehr gut im Schatten, im Vollschatten stehen. Ich finde es immer ganz spannend. Trotz des Ginkgos kann die sich hier wirklich gut entwickeln und blüht eigentlich immer so Ende Juli herum. Daneben habe ich noch eine Hydrangea Annabelle, das ist jetzt aber Strong Annabelle. Bei der ist der Vorteil, dass sie trotz ihrer großen Blütenköpfe nicht umfällt nach einem Regen. Jetzt im Vergleich zur ganz normalen Annabelle. Ich habe hier noch einen Kübel mit den Kokardenblumen bepflanzt. Kann man sehr gut in Kübel pflanzen. Ist wirklich ein Dauerblüher. Also fangen so Juni schon an und man kann sagen bis November, bis die ersten Fröste kommen. Dann blüht die Kokardenblume, hier die Sorte Arizona Sun. Dann gehen wir mal weiter. Ganz spannend, hier ein neues Projekt, neuer Film für die Meistersprechstunde habe ich hier schon in Anzucht. Und zwar ist das eine Paulownie, Blauglockenbaum. Und ich fand es immer mal ganz spannend, wie man einen Hochstamm formt. Also wie die Kultur ist, wie man jetzt diesen kahlen Stamm hinbekommt und oben die Krone. Da bietet sich die Paulownia ganz gut an, weil sie relativ schnell wachsend ist. Und da wird es in Kürze jetzt ein Video dazu geben. Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Unser Rasen sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus dieses Jahr. Wenn ihr auch so einen schönen Rasen haben möchtet, da habe ich auch schon ein Video dazu gedreht. Ich habe es dieses Jahr wirklich sehr konsequent durchgezogen, dass ich ihn nicht so tief habe mähen lassen. Ich habe ja einen Mähroboter, da kann man die Höhen einstellen und ich habe wirklich die höchste Stufe genommen, dass er nicht zu tief gemäht wird und dann eventuell von der heißen Sonne verbrannt wird. Also dieses Jahr habe ich ihn wirklich relativ lang, stört mich jetzt auch nicht beim Gehen. Also ich finde es eigentlich so viel besser. Dann sind wir bei meinem nächsten Liebling. Ich liebe diese Buddleia. Hat, finde ich, eine wunderschöne Farbe. Hat eigentlich die größte Blüte, die es unter den Buddleiern so gibt. Das ist die Sorte Gulliver. Duftet auch diesen sehr, sehr schönen, ganz klassischen Buddleia-Duft. Ich sag mal süßlich in der Untertone, aber doch leicht würzig so im ersten Moment. Sehr, sehr angenehm. Blüht hier ganz toll mit meiner Rose Leonardo da Vinci zusammen. Ein perfektes Farbspiel. Sowas liebe ich. Dann kommt mal mit. Ich habe hier im Frühjahr ein neues Beet angelegt. Ich hatte damals einen Bonsai drin stehen. Den habe ich jetzt entfernt. Ich wollte einfach mehr Blüte in den Garten, mehr für die Insekten tun. Und da habe ich jetzt wirklich ein ganz buntes Potpourri in meinen Lieblingsfarben. Da geht es über die weiße Echinacea purpurea alba, über Schafgarbe in rosa. Ich habe den Mannstreu Eryngium, dann habe ich verschiedene Phlox-Sorten, wieder meinen kleinen Buddleia mit den großen Blüten. Im vorderen Bereich hier über diese Steinkante habe ich Katzenminze und zwar ist das nicht der Klassiker Walker's Low, sondern eine kleinwüchsige Sorte.
Babycat ist das. Habe ich auch schon mal zurückgeschnitten. Das ist tatsächlich schon der zweite Blütenflor. Und ganz hübsch, eine ganz neue Flocksorte. Das ist Popeye. Die ist wirklich im Stiel. Ah, richtig so purpur und endet dann mit einer weißen Blüte, fast wie so eine Puderquaste im Inneren, noch so einen ganz leichten Rosaton. Im Hintergrund seht ihr meine sensationelle Lilie, die ist toll gerade am Blühen, eine Madonnenlilie. Dann haben sie hier einfach versamt Verbena bonariensis, das Eisenkraut, das kennt ihr vielleicht, wenn man das einmal im Garten hat, dann versamt es sich fleißig. Ich lasse es wachsen, finde es wunderschön, auch für die Insekten. Dann habe ich auch noch verschiedene Stachis-Sorten, einmal Humello, den liebe ich, und dann gibt es auch noch den Partner in Rosa. Wie gesagt, diese Farbkombination finde ich dies Jahr total schön, also Richtung Flieder. Und also lila Töne mit Weiß zusammen, aber auch ein bisschen mit Rosa gemischt. Dann kommen wir jetzt hier über mein Irisbeet. Da habe ich ja im Frühjahr auch ein Video dazu gezeigt. Die haben sich ganz, ganz toll entwickelt. Also sie hatten ja zuerst diese Hitzezeit, also die Trockenphase. Da sind sie ja erstmal angewachsen. Jetzt haben sie die viele Feuchtigkeit, regelmäßig Regen. Sehen sensationell aus. Sie haben auch ganz toll geblüht. Dann kommen wir hier in unsere Chill-Oase. Wieder der Eingang ist gesäumt von meinen weißen Echinacea. Auch wieder die Hummelfamilie dabei. Hier kann man schon ganz toll sehen. Ich hatte ja einen Großstrauch eingepflanzt. Das ist der Arza Negondo Flamingo. Und hier kann man den Austrieb oben in den Spitzen sehen, dass der so rosa ist. Deswegen heißt er Flamingo, weil der Austrieb so rosa ist. Im unteren Bereich das Bergwaldgras. Hier blüht schon die Agastache und die Rudbeckia Little Goldstar. Meine Gräser fangen schon zu wachsen an. Das Morning Light hatte ich hier eingesetzt. Die hinteren Salvia Caradonna, also diesen richtig dunklen blau-lilanen Hintergrund, der kommt auch jetzt langsam durch. Und ich muss ganz sagen, ich hatte hier ja als Umrandung nicht wie jeder pflanzt Lavendel, sondern ich habe hier ja Santolina gepflanzt mit den kleinen gelben Köpfen, passte ja zu diesem Farbkonzept besser und ich bin echt überrascht, wie schön das ist. Das ist so ein richtig intensiver Silber-Weiß-Ton und der lädt richtig dazu ein, jetzt in den Beet-Hintergrund zu gucken. Ich finde es mega schön, diese Kombination Silber-Weiß, Gelb mit Blau. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Beet, von dem Farbkonzept. Da werde ich auf jeden Fall noch weitere Videos drehen, weil das ist ja noch lange nicht zu Ende. Das ist jetzt, ich sag mal, in der Mittelphase. Genau, dann kommt mal rum. Vielleicht erinnert ihr euch aus dem Frühjahrsdreh noch die Thuja Golden Smaragd, die ich bewusst so gewählt habe, weil sie halt den perfekten Hintergrund für meine Chill-Ecke bietet, eben mit diesem leicht gelben Touch, was sich halt auch in diesem Beet dann halt widerspiegelt. Dann kommt mal hier um die Ecke mein Wegbegleiter Spirea Little Princess. Die hat schon ihre Arbeit getan. Noch ein paar Nachzügler sind an Blüten. Da hinten fängt Spirea Chirobana an. Habe ich schon mal gesagt, wo ich die Vorstellung gemacht habe. Das sieht wirklich aus wie Erdbeereis und Sahne im Hochsommer. Die blüht wirklich an einer Pflanze mit zwei verschiedenen Farben. Und ich finde die Farben total toll. Kommt doch mal her, das muss ich doch hier wirklich mal zeigen. Das ist doch der Beweis. Ein und dann noch ein Bienchen dazu. Hier sieht man wirklich eine Blüte mit zwei verschiedenen Farben. Das ist doch wirklich ein botanisches Highlight, die Spirea Chirobana. Ich finde es total toll. Dann haben wir hier meine Birke, meine Lieblingsbirke, die in meinem Geburtsjahr gepflanzt wurde von meinem Vater. Genau, und dann habe ich hier mein altes, neu aufgepepptes Staudenbeet, eine richtig tolle Rabatte. Ich habe schon ein paar Katzenminze ein bisschen zurückgeschnitten, aber hier sieht man, gibt es noch ganz viel zu entdecken. Das ist Neptun,
auch ein ganz toller Insektenmagnet. Jetzt im Moment sind die ganzen Phloxe am Blühen, Hesperis. Hier total eine ganz tolle Kombi ist Monada, ist die Staude 2023. Das ist wirklich ein Hingucker, Indianernessel. Da muss man ein bisschen mit Feuchtigkeit aufpassen. Also man sollte sie ab und zu mal gießen, wenn es zu trocken ist. Aber sie sieht bei mir super hier aus. Sie hat noch gar keinen Mehltau, was manchmal passiert. Die sehen wirklich toll aus. Dann habe ich hier ja im Inneren noch die Rispenhortensie. Ich hatte Phantom gepflanzt. Ich hatte Little Lime gepflanzt. Genau, dann geht es hier weiter. Hier habe ich auch eine rotblühende Echinacea, die Sorte Magnus. Oh, wunderschön, dieser Igelkopf, rundherum lila, traumhaft schön. Die Schmetterlinge lieben's. Dann geht es hier weiter. Ein Allium Millennium, das ist auch wirklich eine Besonderheit, es ist ein Staudenzierlauch. Also echt ein Hingucker, weil er so, so üppig blüht. Im Hintergrund auch einer meiner Lieblinge, Agastache foeniculum, Tummelplatz jeder Biene und Hummel. Und dann geht es hier weiter noch zu meiner Phlox-Ecke. Auch 3, 4 verschiedene Sorten farblich abgestimmt. Genau, und jetzt sind wir hier bei meiner Rose. Die ist aber schon etwas verblüht. Das ist Pomponella, bin ich total überzeugt von, weil sie absolut nie Mehltau bekommt. Und wenn man ab und zu dann diese verblühten Dolden abschneidet, da habe ich zum Beispiel auch noch mal ein Video gedreht, darf man nicht ängstlich sein, einfach radikal abschneiden, nochmal düngen und dann bekommen diese Rosen, die öfter blühenden Rosen, bis zum Herbst nochmal eine zweite Blüte. Genau, jetzt sind wir wieder am Ende. Dies ist die Sternmagnolie, wo ich im Frühjahr das Video angefangen habe. Genau, ich hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat. Ich habe euch neue Blüten, neue Stauden gezeigt, die jetzt am Blühen sind. Genau, ich hoffe, dass ich euch damit Freude bereite. Bis dahin eine schöne Gartenzeit. Ich habe hier noch einen kleinen Nachtrag, den ich nicht vorenthalten möchte. Ich habe mal ein Video gedreht im Frühjahr zum Thema Hortensienrückschnitt. Und da habe ich hier den Beweis, dass es doch mal sein kann, wenn die Witterungsbedingungen optimal sind, also wir haben jetzt ja ein bisschen mehr Regen gehabt, dass trotz des heftigen Rückschnitts, und ich habe sie wirklich radikal geschnitten, die Hydrangea Bluebird doch trotz des Rückschnitts blüht. Hier der Beweis. Wunderschön.